Wir sind hier in der Grundschule von der Schule in der Fahr und wir spielen hier Rollstuhlbasketball. Jeden Freitag von 17 bis 19 Uhr und zu den Winterzeiten von 19 bis 21 Uhr. Das Angebot ist inklusiv, bedeutet, dass es für alle Menschen, ob mit Beeinträchtigung oder ohne, der Spaß steht im Vordergrund. Das Angebot ist kostenlos, weil wir einen Antrag an Globalmitteln gestellt haben. Außerdem haben wir noch eine Kooperation mit dem Behindertensportverbund in Bremen und darüber haben wir auch noch mal zwei Rollstühle bekommen. Und durch einen Kontakt zu dem Verein Lions in Achim haben wir auch noch die Möglichkeit, mehr Rollstühle anbieten zu können. Also das Besondere an Rollstuhlbasketball ist es, dass es halt von mehreren Menschen gespielt werden kann mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen. Also es ist ein flexibler Sport, ein inklusiver Sport und ich glaube auch, dass das Schöne daran ist halt einfach dieses Zusammenspielen im Team. Mit der Trainerin haben wir total Glück, weil die hat sich auf das Angebot gemeldet, dass sie Interesse daran hat und hat mir eine Nachricht geschrieben mit einem Foto, wo man sie gesehen hat, wie sie hinter einer großen Gruppe an Frauen stand, die im Rollstuhl saßen, also Rollstuhlbasketball gespielt haben. Und zwar war das noch in ihrem Heimatland im Iran. Da hat sie nämlich die Frauennationalmannschaft im Rollstuhlbasketball trainiert und ist vor 3 Jahren nach Deutschland gekommen und hat natürlich total Lust, hier ihre Leidenschaft weiter fortzuführen. Und deswegen haben wir total Glück, dass wir so eine hervorragende Trainerin für unser Angebot finden konnten. Also die das wirklich mit Leidenschaft macht. Ich selber komme vom Martinsclub und mache dort die Koordination für Teilhabe. Und das Angebot ist überhaupt erst entstanden, weil einer unserer Nutzer das Interesse geäußert hat und gesagt hat, hey, irgendwie, ich würde das gerne spielen und das gibt's gar nicht in Bremen. Und dann habe ich wirklich einmal recherchiert und geschaut, ja stimmt, das gibt es noch gar nicht in Bremen. Und das ist eigentlich so ein guter Sport, so ein inklusiver Sport. Warum nicht? Warum nicht mal ausprobieren, ob wir das hinkriegen? Und jetzt, ein halbes Jahr später, stehen wir hier und haben die Anmeldeliste gut gefüllt, viele Begeisterte und merken aber, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch mehr Rollstühle, wir brauchen noch mehr Material. Es ist nämlich ein kostspieliger Sport, also der ist schon teuer so und ja, deswegen ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und wir hoffen, dass wir mit der Zeit immer mehr dazu gewinnen können, aber der Grundstein ist gesetzt und es läuft richtig gut. Also ich bin da sehr happy drüber, wie das bisher läuft, ja.